Vor ein paar Wochen, da stand uns ja das Wasser noch bis zum Hals und wir waren auch ganz froh drum. Ja? Aber die Badesaison ist jetzt vorbei in den öffentlichen Strand- und Freibädern seit dem Wochenende. Und Benjamin Stöwe ist, hat uns einen kleinen Abgesang gemacht auf den Badesee, den Bademeister und alle Badenixen und Wasserfrösche. Wenn du willst, kannst du ja gerne zu mir kommen. Ja. Aber Pinguine können ja bekanntlich nicht schwimmen. Aber was sie können, das haben wir in den letzten Jahren erfahren. Sie können zum Beispiel Flugzeuge fliegen, Ausbrüche planen, Tanker kapern. Was noch? Sushi machen. So, ich weiß nicht, was du an diesem Wochenende gemacht hast. Ich habe abgegrillt. Super Überleitung jetzt, oder? Ja, total super. Ja? Ich bin mit dem Auto gefahren und habe die Sitzheizung angemacht, weil ich bin nämlich ein Weichei. Und das, was ein paar Leute an diesem Wochenende gemacht haben, nämlich wir sind ja auch Flexitarier, wir reagieren auch auf alles, was irgendwie hier so im Studio passiert. Von dieser Überleitung hast du mir noch gar nichts gesagt. Nein. Na, jedenfalls klingt das schlüssig, ist aber nicht richtig. Flexitarier sind nämlich was ganz anderes. Jetzt genau. Das können wir mal so zusammenfassen. Mhm. War sehr ereignisreich, schön und sonnig. Keine Ahnung, was Sie gemacht haben. Ich beispielsweise war in Berlin in der Wuhlheide, eine Open-Air-Arena, und habe mir dort die Band Radiohead angeschaut und war sehr, sehr begeistert. Das ist echt eine tolle Band. Das muss ich echt nochmal ein Loblied singen. Und bin dann nach Hause gekommen, war noch so ganz euphorisch. Und dann hat mein Sohn mich gefragt, Papa, ich will auch mit dir zu einem Konzert. Ich will mit dir. Ich wohl aus Krankheitsgründen, ich formuliere das jetzt vorsichtig, ich weiß nicht, beim Frühstück. Also er musste sich übergeben auf der Bühne, natürlich alle mitbekommen, aber er hat es selber weggewischt. Ja, das erwartet man von Jungs in dem Alter einfach nicht. Das finde ich einfach Konzert, toll. Das ist auch großartig, hat sein Konzert noch zu Ende gespielt. Ist nicht einfach wie so ein Millionärs-Popstar abgehauen, sondern hat es zu Ende gespielt, zu Ende gebracht. Da muss man mal sagen, Hut ab vor Justin Bieber. Andere tolle Neuigkeiten aus der Szenewelt der Prominenten gibt es jetzt Anna-Rebecca Helmi fast zu sagen. Natürlich sie hauptsächlich, aber schadet ja auch nicht, wenn man noch ein paar Promis kennt. Richtig. Und deswegen haben wir ein paar Promis gebeten, uns mal wirklich, also oder ihnen ganz glaubwürdig und seriös zu erklären, warum sie fürs ZDF-Morgenmagazin anrufen sollen, müssen, dürfen. Bitte schön. Ja, genau.